Es hat so wenig gefehlt zum Sieg in dem Eröffnungsspiel von der U20-WM gegen die Tschechen für die Schweizer U20-Nazi. Meine Güte, jetzt sind wirklich ganz, ganz nah dran gewesen. Aber es gibt ein 2-1 nach Verlängerung. Das heisst nicht anders als die Schweiz holt im ersten Spiel auch den ersten Punkt. Wir schauen zurück auf das Eröffnungsspiel mit unserer Expertenrunde Ueli Schwarz, Marco Bühr und auch Thomas Tamfall, der hier bei uns ist und wo aus tschechischer Sicht was sagt zu dem Zusatzpunkt, den es jetzt gibt? Ich denke nicht, weil letztes Drittel hat die Schweiz also das Spiel bestimmt. Ja, die haben riesen Glück gehabt, die Tschechen, dass die Schweiz kein Tor geschossen hat. Am Ende zweites Drittel, diese 5-3. Schweiz hat jetzt viel, viel mutiger gespielt als die ersten zwei Drittel. Und dafür verdienen wir einen Respekt. Ein Punkt, ja, ist zwar nicht das wie zwei Punkte, aber man kann also mit guter Lage also ausgehen. Die sind nicht ohne Punkt geblieben und nach vorne schauen. Ja. Und wenn die so mutig spielen werden wie letztes Drittel, 5-5, dann natürlich können die da die Punkte noch mal holen bei jemandem. Und ich denke, wenn man wirklich diese Breakaway reinmacht, und das war wirklich zwei- oder dreimal, das ist ewig schade. Und wenn das Spiel so knapp steht und du gibst diese Sache nicht, es wird schwierig. Dann. Ich bin sicher, das wird auch der Christian Wohlwend ziemlich wurmen, der Headcoach der U20-Nazi. Wir versuchen natürlich mit ihm dann auch noch eure Reaktion zu liefern, live nach dieser Partie. Bis es soweit ist, sind das die Highlights von dem Spiel. 1-0, das ist das erste Goal von dem Turnier überhaupt in Vancouver und Victoria. Das ist das Führungsgoal von Nando Eggenberger, der Captain, kurz vor Spielhälfte auf Zuspiel von Sven Leuenberg. Es ist eine eingestudierte Powerplay-Variante, vielleicht im Abschluss ein bisschen glücklich ist, aber das Setup war sehr, sehr gut gemacht. Und es haben auch Spieler Verantwortung übernommen, die wir es von erwartet haben. Kuraschew, Eggenberger, Berni sehen hier sehr gut aus bei diesem Goal. Ja, vor allem hat er super schnell reagiert, Eggenberger hat gerade reingezogen und hat sie schön reingetan. Diese Szene, die wollen wir uns natürlich, weil so ein einerseits schönes und andererseits ein wichtiges Goal ist, auch noch mal im Detail anschauen. Ueli, du hast es noch mal. Wie gesagt, die drei Leaderspieler, die wir erwähnt haben, die zeigen hier wirklich, dass sie Verantwortung nehmen wollen. Berni hat Schiebe auf der blauen Linie, erfasst sofort den schlechten Wechsel von den Tschechen. Das sieht man auf der Spielerbank. Sofort Schiebe nach vorne. Und jetzt kommt hier der Leuenberger, behalten Schiebe. Und jetzt sehen wir, wie die drei Spieler sich super unterstützen. Der Leuenberger könnte die Ecke spielen, zum Nummer 2, zum Eggenberger oder zum 3, zum Kuraschew. Schiebe kommt zum Kuraschew, ein kleines Päschen auf den Berni, Berni wieder zurück auf Kuraschew und jetzt ist das Spiel beruhigend. Genau jetzt hat man perfekte zwei Möglichkeiten, Variante 1, Variante 2. Und wir sehen, weil der Backhandpass ins Slot versucht sofort abzuschließen. Eggenberger crasht sofort das Goal und trifft dann nachher an. Es war im Entstehung und im Abschluss ein sehr schönes Powerplay-Goal. Jetzt ist der einzige Haken an dieser Sache, dass 1 Minute und 17 Sekunden später diese Szenen hier kommen. Und das sind die Momente in den 30. wo dann eben auch der Luca Hollenstein das erste Mal geschlagen ist. Und das auf unglaublich blöde Art und Weise, Marco. Aus Goalie-Sicht ist das so ärgerlich, oder? Ja, definitiv. Ich meine, der Tschech spielt die Scheibe einfach so schnell wie möglich aufs Goal. Sie kommt tief und dann lenkt er sie mit dem eigenen Stock selber in der nahen Ecke zwischen die. Die Scheibe steht sogar auf, jetzt sieht man es sehr gut. In dieser kleinen Ecke und geht dann hinten runter über die Linie. Aber ich muss auch sagen, dass man eigentlich den Job vorne in der Defensive dort in dieser Situation jetzt nicht sehr gut gemacht hat. Weil der Spieler, der hinter der Grundlinie ist, ist eigentlich primär für den Goalie nicht gefährlich, sondern der vorne im Slot steht. Und wir haben drei Schweizer Spieler dort und der wird einfach zu wenig Gang genommen. Und das hätte man wirklich gut können vermeiden. Und jetzt ist es weitergegangen bis in eine Verlängerung, beim Stand von 1-1. Und wir haben ja eigentlich gesagt, dass die Tschechen natürlich einen riesen Vorteil haben, offensiver Natur, weil sie so starke Spieler haben. Der Böckverlust da, nicht zu vergessen. Es gibt einen Konter und dann hebt sich das fest. Oder? Und eben da zeigen sie natürlich schon, das, was sie drauf haben. Und wenn sie neben schiessen, dass die Böcks vielfach passen. Ja, das war, wie du das schon vorher angesprochen hast, also diese einfach Geschenk vorne die Scheibe abzugeben, nicht tief reinzuschießen.
Und dann, wir wissen ja, Tschechen lieben viel Platz. Wenn du denen viel Platz gibst, dann können die diese Switch machen, diese Rotation. Das haben die zweimal gemacht. Zum diesem Tor muss man auch schon sagen, das war ja super Scream, also von dem Tschechen. Da, also Pech für die Schweizer, ja. Und wie gesagt, jetzt habe ich das Gefühl gehabt, also in dieser Verlängerung, oh, jetzt bloß nichts verlieren. Diese Angst kommt, ist wieder gekommen, ja. Drittel war super für die Schweiz. Aus welcher Sicht hast du jetzt das eigentlich gesagt? Aus tschechischer Sicht? Nein, aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht. Ja, weil dieses Gefühl, ich habe dieses Gefühl gehabt, ja, jetzt wollen wir die Scheibe nicht. Also jetzt müssen wir denken, dass wir kein Tor bekommen. Also das war mein persönliches Gefühl. Und das ist eigentlich das, was der Christian Wolf fordert, oder? Dass man mit der Scheibe mutig ist. Ja, aber nicht überheblich. Mhm. Und dass wir heute einen Punkt in den Finger haben, aber eigentlich sollten es zwei sein, das hat für mich damit zu tun, dass die Schweiz eigentlich über weiteste Strecken, vor allem die Verteidiger, mit der Scheibe sensationell gut umgegangen sind. Also das war gegenüber letztes Jahr wie Tag und Nacht. Und dass jetzt genau so ein leichtfertiges Weggeben von der Scheibe in der Offensivzone zu diesem Gegengol führt, ist jammer schade. Weil wenn ich irgendeiner Disziplin eine Bestnote geben hätte, ich gesagt, Wille 6, Pöck-Management 6, jetzt kann ich bei Pöck-Management leider nur 5,75. ist aber ein Anfang für das Turnier, oder? Marco, was hast du im Unterschied zum letzten Jahr, zur letzten WM gesehen? Ja, ich glaube auch, dass das der Schlüssel war, dass man defensiv sehr solid gespielt hat. Man hat dem Gegner schon Chancen gegeben, aber nicht wirklich zu viele Chancen oder einfach auch aus Fehlern raus. Und das Management von Pöck war wirklich sensationell gewesen. Bis jetzt fast ganz am Schluss. Aber man hat es wirklich im dritten Drittel in der Hand gehabt. Sie haben da sehr mutig gespielt, sehr viele Chancen rausgespielt. Da kann man sich vielleicht einfach jetzt im Nachhinein vorwerfen lassen, dass man da zu wenig kaltblütig war. Aber sie haben, glaube ich, jetzt gemerkt, auch gegen so einen guten Gegner hat man die Chance und kann einen Match gewinnen. Und ich erlaube mir das jetzt noch zu fragen, Thomas, zum Abschluss zu dieser Partie. Ich meine, immerhin macht die Schweiz gegen einen der Mitfavoriten an diesem Turnier ein 1:2. Das ist mehr als eine beachtliche Leistung. Man geht in die Verlängerung rein. Wie viel darf man aus Schweizer Sicht aus dem rausnehmen für das Turnier? Wie viel darf man sich auf das einbilden? Nur Selbstvertrauen tanken für das nächste Spiel und wirklich in aller Ruhe, jetzt, wenn die Jungs sehen, wie die oder was die geleistet haben im letzten Drittel und wie der Uli gesagt hat und Marco auch, einfach die Scheibe spielen, nicht überheblich. Normal einfache Dinge, die was für die Schweiz passen, diese genaue Pässe, diese Quick-Up-Pässe nach vorne. Ich denke, also die sind am guten Weg, wirklich auf guten Weg. Und du hast, ich will das nicht überbewerten oder unterbewerten, diese zwei Punkte, aber Tschechen haben nicht das gespielt, was man von denen vielleicht erwartet hat. Und für mich war eine positive Überraschung, die Schweizer, wie die umgestellt und wie sie sich gesteigert haben, im Gegensatz zum letzten WM. Und schade für das, für diese zwei geschenkten Punkte an die Tschechen. Schade. Aber es soll uns nur Mut machen für das, was noch kommt. Wir werden uns anschauen, wie es weitergeht für die Schweizer U20-Nationalmannschaft. Und zwar am 2 am Morgen Freitag zur Nacht dann gegen Kanada, gegen das Heimteam. Das grosse Spiel, das da ansteht. Ja, und wenn wir sehen, was heute gegen die Tschechen gezeigt haben, dann können wir voller Mut in das Spiel rein. Dann natürlich am Samstag, wir sind mit dem Studio dann für euch da, wieder am 20 vor 10 Uhr, das Schlüsselspiel gegen Dänemark. Trotz allem, es wird wahrscheinlich bei dem bleiben und dann zum Abschluss gegen Russland. Oder also nicht, dass wir jetzt den Fokus anfangen zu verschieben. Nein, das darf man überhaupt nicht, weil mit einer Niederlage gegen Dänen, wenn man jetzt nicht mehr weiterpunktet, ist das überhaupt nichts wert von heute. Das ist genau die Schwierigkeit, die dieser Modus mit sich bringt. Aber, da bin ich ganz beim Thomas, der Rucksack ist natürlich voll Selbstvertrauen jetzt. Man weiss, was man kann. Man hat gesehen, wenn man als Mannschaft solid auftritt, wenn man als Teamwork operiert, eben mit der Scheibe geschickt umgeht, dass durchaus etwas zu holen ist. Und für mich ist das gute Gefühl ist fast wichtiger als der Punkt. Du musst immer noch denen schlagen, sonst nützt das alles nichts. Ja, ist vielleicht gescheiter so, wie zwei Punkte, oder? Und verlierst nachher, das würde immer noch nicht lang. Also von dem her ist jetzt gut. Man hat Mut gefasst, Selbstvertrauen gedankt. Der Goalie hat eine sehr gute Partie gespielt, die Verteidigung auch. Und vorne haben wir wirklich Chancen erarbeitet. Also ich bin
rundum zufrieden. Ich habe nicht gedacht, dass das so gut kommt heute. Also wir nehmen das auf jeden Fall mit. Was wir im Moment hören, ist, dass der Christian Wohlwend wahrscheinlich noch irgendwo eine Taktiktafel verschlägt. Das ist eine reine Vermutung, das haben wir so nicht gesagt. Also wir gehen einfach davon aus, dass er gerade noch sonst absorbiert ist. Er ist leider noch nicht zum Interview gekommen. Wir machen es folgendermaßen: jetzt, wo es doch schon 12:45 ist, wo wir die Live-Sendung hier machen, dass wir euch empfehlen, sobald als möglich auf mysports.ch zu gehen oder auf unsere Social-Media-Kanäle. Dort selbstverständlich das Interview von unserem Reporter Lars Ney mit dem Christian Wohlwend, mit dem Headcoach der U20-Nationalmannschaft. Und das wollen wir nicht vergessen, dass wir die Frage von Michel Zimmermann dann definitiv eben dort auch ausrichtet. Das Trikot auf jeden Fall von Nico Gross, das geht an Michel Zimmermann. Und dazu herzliche Gratulation. Wir sagen ganz herzlichen Dank an Thomas Dampfer, dass du extra nach dem Spiel gegen Aschua da gefahren bist. Danke euch. Danke vielmals, dass du so rasch zu uns gekommen bist. Und Marco, dir vielen Dank. Auch dir, Ueli, schön war mit euch in die U20-Weltmeisterschaft zu starten. Wir freuen uns auf die nächsten Spiele. Und wie ich jetzt gerade höre, hoffentlich sind ihr dran geblieben. Wir gehen, glaube ich, raus. Also komm, das machen wir. Das machen wir. So kurz vor der Eis am Morgen. Ich, Lars? Lars, Wahnsinn. Habt ihr mitbekommen, dass wir gerade abschliessen wollen? Ja, wir haben gewartet, bis wir ihn fertig machen, dass wir gerade noch so reinsliden können. Perfektes Timing. Bitte, Lars, Christian, das Wort ist dir. Ja, Christian Wohlwend, das ist ein Punkt gegen Tschechien. Ich glaube, es hätte noch drei sein können. Wir hatten noch ein paar Schüsse gegen Schluss, sogar noch Chancen plus. Was ist Ihre Meinung in dem Spiel? Meine allgemein liebe Schweizer Fans, habt ihr gesehen, wie unsere U20 im letzten Drittel Hockey gespielt hat? Das war fantastisch. Fantastisch. Wir haben eine tschechische Mannschaft, die unglaublich stark bestückt ist. Haben wir mal schnell einmal ein bisschen, nicht sagen, an der Wand gespielt, aber wir haben Chancen kreiert. Wir haben zwei Kämpfe gewonnen und wir haben leider ein bisschen zu wenig Bissig im Abschluss, aber ich habe so eine scheiß Freude, dass wir so ein schönes Spiel im letzten Drittel. Und schon im zweiten war okay gewesen, erstens sind es noch ein bisschen besser gewesen, aber im letzten Drittel haben wir sensationell gemacht. Also ist einfach die Chancenauswertung jetzt noch, oder? Ja, definitiv. Meine Goalie, Büri, hast du auch nicht gehört, ist im Studio. Der Goalie ist super gewesen. Fast so gut wie die besten Zeiten von Büring. Aber nein, gerade so gut würde ich sagen, gerade so gut. Aber ja, wenn wir dort sind, ich meine, schauen wir die Spieler, die uns schon cool Chef von einfach am Goal. Ehrliches Face-off-Play, dann Mülli zweimal gute Chance und. Meine, wir hätten den Match also wirklich gerade so gut können nach 60 Minuten gewinnen. Aber nochmal, wir nehmen das mit, die Mannschaft ist hervorragend drauf und das macht Mut. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn du gegen so Top-Nationen spielst und einfach kein Double machst, irgendwie ein Torverhältnis hast von 50 zu 20 und dann irgendwie verlierst. Und heute haben wir ein Schussverhältnis von 23 zu 23 gehabt und haben Top-Chancen kreiert und das ist einfach nur geil gewesen. Hoffentlich, ja, definitiv. Bei uns im Studio, das können wir fertig machen. Ja, eine Frage haben wir noch, Lars. Dürfen wir die noch stellen? Ja, sicher. Christian Wohlwend, wir haben noch versprochen, unseren Zuschauern, dass wir eine Frage weiterleiten, und zwar die, die via Social Media uns am besten gefallen hat. Wir sind nicht sicher, ob das heute der Fall wird sein. Wie viele Taktiktafeln hast du in deiner Trainerkarriere schon zerschlagen? Und kommt eine heute zu? Ja. Nein, definitiv nicht. Ich habe früher in meiner Anfang von meiner Coach-Karriere fast pro Spiel eine kaputt gemacht. Aber heute würde ich sagen, die letzten 5 Jahre vielleicht noch eine, wenn überhaupt. Nicht mehr viel. Er hat geruhigt. Danke euch vielmals. Weiterhin gute Zeit und viel Erfolg. Schön war, dass ein neues Programm reingepasst hat. Das ist der Lars Ney, unser Reporter, neben Christian Wohlwend. Das ist also die Reaktion vom Headcoach. Und jetzt also haben wir es doch noch gehabt. Wunderbar, haben wir das noch können so reinnehmen. Danke euch nochmal ganz herzlich. Schön, dass ihr dran geblieben und weiterhin eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.